herzlich willkommen zurück bei Hollyfood. Und ich kann euch eins versprechen, in dieser Küche wird heute nicht so viel gestritten wie im Original. Wir werden das Chicken Curry aus der Vorname machen. Los geht's. Was brauchen wir denn für ein Chicken Curry? Huh? Ich würde sagen Chicken. Und das hole ich mir jetzt aus meinem French Door, aus der Hyperfresh Zone. Die Hyperfresh Zone hält übrigens nicht nur Obst und Gemüse lange frisch, sondern auch Fleisch und Fisch. Ich muss euch was gestehen. Im Original hatten wir gar keinen Chicken Curry, sondern es war Tofu Curry. Und das aus einem ganz einfachen Grund, weil es zwei Vegetarier am Set gab. Aber wir haben natürlich so getan, als sei das feinstes Hähnchenfleisch. Und wir werden es natürlich auch heute im Original, nicht original, zubereiten. Also, erster Step, Zwiebeln und Knoblauch klein schneiden. Los geht's. Plaudere ich hier ganz schön aus dem Nähkästchen, nicht? Für euch tue ich alles. Machen wir mal Zwiebel. Ach so, mit Knoblauch am Set, das ist natürlich auch so eine Sache. Also wenn wir jetzt bei der Vorname am Tisch säßen, kann man davon ausgehen, dass in der Regel kein Knoblauch im Essen ist, da wir ja den ganzen Tag miteinander kommunizieren und Knoblauch erstens oftmals nicht so gut verträglich ist und zweitens wollen wir unseren Nachbarn ja auch nicht voll stinkern. Aber wir machen es natürlich mit Knoblauch, schmeckt viel besser. Das Messer ist so scharf. Holla die Waldfee. Schwuppdiwupp. Wir holen uns noch ein zweites Brett. Ich weiß natürlich gar nicht, ob alle der Vorname überhaupt gesehen haben. Meine Lieblingsszene ist wahrscheinlich auch so der Knackpunkt der Geschichte. Es geht nämlich in der Vorname eigentlich darum, es ist ein ganz normales Familientreffen. Und mein Mann sagt in meiner Abwesenheit, dass unser ungeborenes Kind, welches in meinem Bauch steckt, was natürlich kein echtes Kind war, was einfach nur eine Attrappe war, Adolf heißen soll. Ich weiß aber überhaupt gar nichts davon, komme also an und alle starren mich an und fragen sich, wie kannst du nur, ohne wirklich den Namen auszusprechen, irgendwann stellt sich heraus, dass er diesen Witz gemacht hat und dann geht die heiße Diskussion natürlich weiter und ich bin sauer und diese Szene mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne und dort steht auch das Chicken Curry die ganze Zeit auf dem Tisch. Jetzt meine Frage an euch, kann man sein Kind Adolf nennen? Eure Meinung da draußen würde mich sehr interessieren. In dem Film geht es auf jeden Fall heiß her und es wird alles fast bis aufs Blut ausdiskutiert. Der Name war meine Idee. Echt? Also, dass du dich geschichtlich jetzt vielleicht nicht ganz so gut auskennst wie unser einer, schwamm drüber. Aber du musst doch zumindest ansatzweise wissen, was dieser Mann damals getan hat, oder? Keine Ahnung, ich bin ihm nie begegnet. Ich bin ihm, hört euch die an. Die sitzt hier. Wenn du ihr was zu sagen hast, dann sag sie ins Gesicht. Anna. Gerne. Du bist der fleischgewordene Beweis dafür, was beim Bildungsauftrag schiefläuft. Die Tussi hat sie doch nicht mehr alle. What? Die Tussi hat sie doch nicht mehr alle! Thomas, es reicht. Ja, na gut, ich würde es mal... Bist du jetzt zufrieden? Sowas passiert nämlich, wenn man sich so einen verfickt beschissenen Kacknamen aussucht. Ey, was denkst du eigentlich, wer du bist? Das hat er nicht so gemeint, ja. Er ist Professor, er weiß ganz, ganz, ganz genau, was er sagt. Allerdings, ich kenne mich mit Wörtern und deren Bedeutung aus, statt sie nur auswendig zu lernen. Fick dich! Wow, wow, wow! Der Klugscheißer kann mich mal. Ich darf meinen Sohn so nennen, wie ich es will. Eben nicht! Ich lass mir nichts von jemandem sagen, der seine Kinder Caius und Antigone nennt. Oh, halt! Stopp! Stopp! Soweit kommt es hier, versprochen, heute nicht. Unser Curry machen wir auf dem Kochfeld. Wir benutzen aber eine ganz, ganz spezielle Funktion, und zwar Power Move Plus. Und das ist wirklich, wie ich finde, sehr, sehr erleichternd für den Alltag auch. Denn ihr habt hier unten quasi eine Zone, wo richtig Dampf gegeben wird. Da könnt ihr euer Fleisch anbraten und so richtig Feuer geben. Und dann schiebt ihr die Pfanne einfach nach oben. Und oben ist dann ein ganz, ganz leichter Modus, wo einfach nur eine ganz geringe Hitzezufuhr ist, was natürlich super ist. Ihr könnt einfach hin und her switchen die ganze Zeit. Gut, oder? Also, let's do it. Thank you.
Ihr merkt, was für eine Power dahinter steckt. Mehr Power brauchen wir nicht. Wir schieben die Pfanne jetzt einfach nach oben und automatisch wird die Temperatur hier oben weniger. Aber ein Curry ist ja kein Curry, wenn wir keine Gewürze haben. Deshalb Salz, Pfeffer und ganz herkömmliches Curry nehmen wir einfach in dem Fall. Ich sage euch, das ist das einfachste Chicken Curry, das ihr jemals gemacht habt, aber es schmeckt. Okay, Salz, Pfeffer und der Curry. Die Hälfte. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ach, was soll's, alles. Nein, doch nicht. Von den passierten Tomaten meine ich. Aber davon nicht? Nee. Nein, war doch klar. Ein bisschen mehr kann das jetzt hier doch haben. Ist lustig, musste gerade drüber nachdenken. Ich zeige euch jetzt mal ein, wie ich doch finde, sehr, sehr lustiges Backstage-Bild von damals. Ihr werdet es dann wahrscheinlich hier so sehen. Oder da? Ah, da gibt es noch ein zweites. Das war tatsächlich auch eine Szene mit dieser Perücke und mit diesem Angemalten. Man hat es nur ganz zum Schluss ganz kurz gesehen, weil meine Rolle ist Schauspielerin, ganz raffiniert. Und sie geht quasi auf diese Bühne und die Fruchtblase platzt ja. Und das war schon ein sehr lustiger Dreh. So, aber Essen, Essen, Essen. Jetzt gebe ich passierte Tomaten dazu und fülle das Ganze mit Kokosnussmilch auf. Und dann wird es schön brutzel, brutzel machen und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Und Kokosmilch. Noch ein bisschen Salz und noch ein bisschen Pfeffer. Und wisst ihr, was das Ganze noch gebrauchen kann? Ein Schuss Limette. Oh, jetzt werde ich plötzlich ganz kreativ. Wow. Noch schneller geht die ganze Nummer natürlich, wenn ihr vorgegarten Reis da habt. Und das habe ich tatsächlich. Bei mir gab es nämlich gestern schon Reis. Und es gibt nichts Schlimmeres als Reste wegschmeißen. Nein, wir benutzen sie heute gleich wieder. Und in meinem Backofen gibt es eine Mikrowellenfunktion. Und die werden wir jetzt benutzen. Ach, wollt ihr das sehen? Ja, dann zeige ich euch das doch gerne mal, nicht? Der Reis ist so heiß, dass sich das alles vakuumiert hat hier. Das ist ja eine ganz starke Nummer. Der Reis ist heiß. Hm? Schön auf unseren Teller. Und dann kommt das Curry obendrauf. Und Leute, was soll ich sagen? Das war es eigentlich schon fast wieder mit unserer Hollyfood-Reihe. Aber was ich euch jetzt mitteilen kann, ist, dass es einen zweiten Teil von der Vorname geben wird, nämlich der Nachname. Und hier seht ihr schon meinen ersten Ausschnitt. Sag mal, hast du eigentlich eine Ahnung, was Mama uns verkünden will? Nee. Hoffentlich ist sie nicht krank oder so. Das hat sie mir direkt am Telefon erzählt. Was denn dann? Wahrscheinlich wollen sie uns verkünden, dass wir heiraten. Dann lieber krank. Es ist nur der Nachname. Nachname ist alles. Ich will ja nicht den Spaß verderben, aber Paula heißt mit Nachnamen Wittmann, wie ich. Ja, noch, bis wir heiraten. Und dann heißt sie, wie sie wirklich heißt, ne? Ja. Wir machen alle mal Fehler. Außer deinem Arbeitskollegen natürlich. Habe ich irgendwas verpasst? Elisabeth ist einem fremden Mann zugetan. Es klingt ja so, als würde ich auf den Strich gehen. Ja, dann kriegen wenigstens Geld dabei rum. Offenheit hilft. Du hast Sex mit einer anderen Frau? Wir sollten echt alle mehr kiffen. Anna nimmt die Pille. Was für eine Pille? Ecstasy natürlich. Ist auch besser fürs innere Gleichgewicht. Pimpern für das Gleichgewicht, na toll. Wer sagt eigentlich heute noch pimpern? Entschuldigung, ficken. Stefan! Du machst das doch, nicht ich! Ja, weißt du, was albern ist? Die Heimlichtuerei, was ist denn da oben? Ein SM-Studio oder was? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Sinn machen ist ein Anglizismus. Ich habe noch einen Anglizismus für dich. Shut the fuck up! Nee, das ist einfach nur Englisch. Sag du deinem Mann nicht, dass er meinem Mann in die Fresse hauen soll. Ich hoffe, Elisabeth lässt es sich so richtig von dem Typen besorgen. Wir wollten einfach nur unsere Liebe feiern. Wie wär's, wenn wir alle mal ein bisschen runterkommen? Ihr könnt euch also freuen. Und jetzt lassen wir uns das Curry erstmal schmecken. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Probieren. Mm.
Ja, May. Mm. Wenn ihr mehr solcher Formate sehen wollt, dann schreibt es unten unbedingt in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid. Und jetzt lasse ich mir das Ganze hier schmecken und ich verabschiede mich. Auf bald. Tschüss.